Hallo, meine lieben Victorinox-Freunde. Heute wollte ich euch ein ganz besonderes Messer vorstellen. Das ist quasi ein kompletter Eigenbau. Es ist ein einlagiges 91 mm Messer. Das ist eigentlich ein Vata von der Grundausstattung. Das Vata gibt es aber eigentlich, naja, ich kenne es nur halt in 84 mm. Laut SackWiki gibt es das ja auch als Vata Plus in der 91 mm Version. Es hat eine große Klinge. Ich habe hier eine Klinge genommen mit Klingenstempel Illinox. Andere Seite ist blank. Das ist noch der dicke Klingenfuß mit 2,4 mm. Der jetzige hat ja nur noch 2 mm. Und zusätzlich ist ein Combo-Tool eingearbeitet, wie man es halt vom Vata kennt. Und der Korkenzieher. So, das Besondere sind natürlich diese Griffschalen. Die habe ich gestern fertig gekriegt. Steinoptik nenne ich es mal. So ein bisschen granitmäßig. Die fühlen sich exorbitant geil an. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Super glatt. Ich habe die mit 1000er Korn geschliffen am Ende und dann nochmal poliert. Also echt toll. Das Messer hat keinen Schlüsselring, das ist extra so. Das ist für eine Hose gemacht von mir, wo ich halt ungern die Messer in dem kleinen Täschchen für die Taschenuhren gedacht ist, trage, weil das Täschchen ist bei mir irgendwie zu klein. Da habe ich immer, also ich habe jetzt zweimal schon das Problem gehabt, dass mir das Messer rausgerutscht ist. Und deswegen trage ich in der Hose die Messer ohne Schlüsselring in der Tasche. Ganz normal. Die sind dann da ganz alleine in der Tasche. Da ist jetzt kein Schlüssel dabei oder so. Und dafür habe ich halt dieses Messer gemacht. Ja. Ist mal was anderes. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich noch mehr von diesen Schalen fertigen soll. Ich habe noch ein bisschen Material da. Schreibt mir eure Meinung, wie euch das gefällt. Ich freue mich.